Und bitte? Sind Sie mit Ihrer Frau da? Nein. Nur ganz kurz. Wir sind hier in einer Arztpraxis. Das ist aber eine Frauenarztpraxis. Ja, ich weiß. Ja, Sie sind aber keine Frau. Ich weiß. Wow, dass Ihnen das aufgefallen ist. Die drehen gerade, deswegen muss ich total leise reden. Hallo. Kamera läuft. Und bitte? Dann hatte Martin total cool ins Drehbuch einen Spruch reingeschrieben mit der Van Damme Collection. Und dann hatten wir noch gedacht, scheiße Mann, Susanna Lavi ist mega gelenkig. Also ja. Ich wärme mich mal ganz kurz auf. Mach das mal. Haben Sie nicht schon gesagt? Da müssen Sie von... Bist du ein Freak, ey? Genau, bist du ein Freak, so, was das angeht? Ja, dann auch. Sie ist ja immer noch im Zimmer. Also Bescheid, ne? So. Zeig nochmal. Dann bräuchten wir mal Leute, wir sehen das im Spiegel, was wir erwarten gleich. Also, aber stopp. Schau mal, der Blick geht ja erst nach da, das heißt, eigentlich vermutest du ja etwas, was steht hinter dir so. Steht aber nicht, das heißt, genau, erst nach. Genau. Also, was ist los? Von da? Kann ich auch. André hat das ja auch mal umgekippt. Also ganz oft. Ohne, wir hatten keine Gummimatte. Also im Anzug. Ja, ja, der musste auch ganz schön leiden. Ja. Ausrutscher, oder? Die Schauspieler auch mal ein bisschen fordern, also. Oh Gott! Cut! Ich glaube, der Robert hat sich super gefreut. Richard Robert, ne? Also Richard Robert, genau, ja. Ist der Schauspieler, aber ihr könnt ihn auch gerne so nennen. Ich bin Richard von Capri. Kaufmännischer Geschäftsführer einer der größten Fastfood-Ketten. Ihr könnt ihm auch Tiernamen geben. Genau. Hat er mir gesagt. Und viele Grüße nochmal an Robert, Richard. Also ich habe die komplette Van Damme Collection auf DVD. Und ich die mit deiner Mama. Was ist denn los? Van Damme? Kann ich auch? Wow! Nochmal? Ja, okay. Nochmal noch machen wir was. Gerne. Jetzt ist er wirklich K.O. Sag gut aus. Ja, gerade so. höchstens meine Oma. Aber verprügelt hat mich noch keine Frau, nein. Ein Ohrfeige ja schon einige. Du Schuft, du. Er ist hier, weil er ja auch Maya sucht, ne? Er ist ja auch hinter Maya her. Meine Amok-Sau. So sieht's aus. Nee, ich bin gebürtiger Iraner, aber aufgewachsen halt hier. Alles hier durchgemacht. Kindergarten, Schule, Ausbildung, Studium. Also das Witzige ist, ich habe auch türkische Freunde und habe dadurch auch ein bisschen türkisch gelernt. Was bist du für eine Schwuchtel? Also ich spiele den Assi-Kanaken, ne? Also ich meine, ja, aber ich meine, ich muss dazu auch sagen, es ist auch gut mal, weil es solche Figuren gibt. Und davor dürfen wir nicht die Augen verschließen, ne? Die gehören auch mit zur Gesellschaft. ist super. Also seine Muskeln sind definitiv nicht so groß wie meine, darum habe ich nicht so viel Angst, aber mit Kim ist super zu spielen. Aber du stehst jetzt nicht auf Männer oder so? Noch nicht. Ah, okay. Ihr beurteilt Menschen nur nach dem Äußeren. Ja. Also wir wollen noch keine Kinder? Also ich hab's versucht, da hat sie geschlafen, hat aber nicht funktioniert. Weißt du noch? Nee, kann ich mich leider nicht erinnern. Doch, danach hast du mich verprügelt am nächsten Tag. Ach so. Doch. Ach, du warst was? Ja. Was jetzt mit Kindern? Bock? Vielleicht in 20 Jahren oder so. Boah. Ja, da bist du aber zu alt für mich. Warum bin ich so fröhlich, so fröhlich, so fröhlich? Bin ausgesprochen fröhlich, so fröhlich war ich nie. Warum bin ich so fröhlich, so fröhlich, so fröhlich? Bin ausgesprochen fröhlich, so fröhlich war ich nie. Ja.
Leute, DNA-Junkies, immer wieder einschalten. Geile neue Webserie. Und seid dabei. Also Olym, abonnier Kanal. Und dann oben, ich weiß nicht wo. Mach, sonst gibt's. Tamam?